Einfach nur, damit ich die Batterien dann herstellen kann. So. Und dann brauche ich halt noch ein paar Eisenplatten, die ich dann verwurschen kann für alles andere. Das kriegen wir hin. Können ja hier schon mal die Öfen bauen, die nicht reichen werden. Ne, genau, einer zu wenig. Ein Ofen. Das ist jetzt aber auch nicht so wild. Da nehme ich mir hier doch einfach mal was raus. Oder so, ich weiß auch nicht. Ich sehe hier keinen Stein. Dann gibt es halt hier keinen Stein. Ist auch okay. Saftladen. Ich kann es nicht oft genug sagen, was das für ein Saftladen hier ist. So ein Saftladen sehe ich einfach, weißt du. So, was wir auch nochmal machen können, einfach nur damit es halt mehr Strom produziert, ist hier mal ein bisschen was weg. So. Da hat der nämlich auch bessere Produktionsrate. Wir haben genau 8 Kobbel. Läuft. Hier kann ich mal Holz nachlegen. Einfach, nein. Was würde denn dann passieren aus Holzkohle, die dann Holzkohle verbrät? Warte. Wenn ich Holzkohle verbrenne. Oh gut, das sind ja schon Wolken. Ach, dann kriege ich diese Graphitbarren, ja, die wir später noch brauchen. Die brauchen wir später für die Big Reactors. Für den ganz großen Reaktor, den ich da gerne in der einen Lücke hätte. Ja, da hinten in der einen Dingens hätte ich gerne den IC2-Reaktor. Aber mal gucken. Das ist noch ein relativ weiter Weg. So. Zack. Nochmal. Nochmal. Und noch einmal. Ich habe noch eine Platte über. Ist ja mal okay. Ich brauche sowieso noch ein paar Platten, weil ich brauche dann 3x8 sind. Wieder 24, ne? Das heißt, ich brauche 23 Barren. Die ich dann halt zu Platten verwursteln werde. Und. Der hier müsste inzwischen fertig sein. Jo. Das heißt, daraus machen wir dann schon mal die Dinger. Das Ding ist jetzt auch aufgeladen, weil es ja in der Leerzeit, also in der Zeit, wo es nichts zu tun hat, dann, ne? Und so. So, hier einfach mal was weg. Das heißt, so langsam kann ich halt alles an die Batterie anschließen. Dafür bräuchte ich allerdings halt noch mehr Kabel. Sache ist ja jetzt, dass ich jetzt hier 16 Pumpen nochmal herstellen werde. 16 Pumpen ist ja nicht so wenig. Ne? Die müssen ja auch alle verkabelt werden. Und ich habe dafür eigentlich gar nicht... Das ist den Gummi. Das heißt... Oh Gott, ich muss nochmal was anzapfen gehen. Ich habe meinen Zapfhahn nicht mehr. Das heißt, ich brauche erstmal wieder einen ganz normalen Zapfhahn hier. Irgendwas ist ja immer, ne? So, zack. Mein Zapfhahn-Solo. Dann ist wahrscheinlich hier hinten schon mal ein bisschen was fertig, da ich hier nochmal ein bisschen Eisen nachlegen könnte. Ja, nee, noch nicht. Dann gehe ich halt. So. Wie sieht's hier aus? Die Bäume hier sind immer noch ohne Zapfstelle. Das heißt, ich werde die abbauen.
Weil die sind ja, die geben ja nichts her. Wahrscheinlich, wenn es so weitergeht. Hier muss ich mal ganz kurz gucken. Da ist eine Zapfstelle. Da ist auch eine. Meins. Ich meine, ich behalte die Bäume im Auge, ne? Aber sieht ja nicht danach aus, als käme da jetzt noch großartig was bei rum. Meine, wir könnten auch nochmal zurückgehen und nochmal anzapfen und so, ne? Also zum Industriegebiet, zum Testgelände. So, hier haue ich eben schnell 7 Kautschuk rein, das heißt, ich kriege 21 Gummi raus. Das ist fertig. Eisen rein. Schon wieder so viel hin und her, ne? Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber wir kommen so langsam tatsächlich endlich voran. Oder auch Zeit. Das wurde auch sowas von Zeit. So, genau, die Dinger wollte ich herstellen. Okay. Damit habe ich dann die Dinger. Das heißt, wir sind kurz vor den Generatoren. Sobald halt hier das Zeug hier fertig ist. Das heißt hier... Oh Gott, ich brauche noch mehr Kupferdinger. Oh. Na gut, das wird halt der Schritt sein, wenn jetzt hier das Eisen fertig ist. Da ich dann hier dann Kupfer wieder drauflegen werde, das dann hier nochmal verwursteln kann und verwursteln kann und verwursteln kann und verwursteln kann. So. Der muss weg, glaube ich. Könnte auch schon zu viel gewesen sein, egal. Ich kann ja auch erstmal bis zur Batterie oder so was halt die Goldkabel verlegen. Einfach nur, damit wir jetzt nicht ganz so viel Strom halt überschüssig produzieren, dass es aber auch nicht gelagert wird, weißt du? Das ist so ein bisschen so. Ja, soll ja auch so langsam hier mal so einen Sinn und Zweck erfüllen. Verstehst? Damit wir dann schon mal Strom haben für irgendwas. Dann können wir dann nämlich schon mal das erste Fabrikgebäude dann herstellen. Das dann einen tatsächlichen Auftrag hat. Das ist so meine grobe Idee dahinter. Weil wir haben dann tatsächlich eine Stromproduktionsquelle, die produziert und produziert und produziert. Vielleicht nicht unbedingt gut, aber sie produziert. Das ist die Hauptsache. So, die 28 Kabel werden wahrscheinlich aber auch nicht reichen, dass ich da hinten irgendwo hinkomme, wo ich da hinkommen will. Aber mal gucken. Ja, einfach mal gucken. Ich meine, wir könnten auch noch die 49 Zinnkabel dann halt einfach so verlegen. Dann komme ich zwar immer Stromschläge, wenn ich die berühre, aber hey. Immer dran denken, es geht immer schlimmer. Schlimmer geht immer. So, und ich glaube, ich will es so leicht chaotisch haben, dass halt dann hier die Kabel einfach über das Ding ins Rüber geführt werden. Weißt du? Über den Zaun. Und was sämtliche Kabel, die halt von irgendwoher dann kommen, dann einfach munterfröhlich drüber geführt werden. Nein, verdammt. Einfach nur, weil ich es kann. Na, da kommt noch kein Strom rein. Wahrscheinlich, weil die Produktion noch zu wenig ist. Oder aber es ist tatsächlich kein... Nein, das ist der Ausgang, ne? Ach, shit.
Das heißt, ist das denn? Ja, das ist ein Eingang. Okay. Gut, dann machen wir das vielleicht dann tatsächlich noch ein bisschen anders. Das ist aber eine Überlegung, die ich halt mir später überlegen werde. Also, eigentlich hätte ich es halt gern, dass halt das Kabel da halt von der Seite aus reingeht, von vorne aus dann halt ein Kabel rüber geht, dann hier rüber geht und dann hier oben dann halt irgendwo in die Höhe geschossen wird, dass dann irgendwo dann von so komischen, riesen, gerüstartigen Kabelhaltern dann festgehalten wird, dann irgendwann mal. Das ist aber noch ferner Zukunftsmusik. So wie diese traurige Musik. Alles Zukunftsmusik. Denn die Zukunft ist traurig. Auch deine. Nein, ist es nicht, aber... Ach, ihr wisst, was ich meine. So. Die haben wir. Dann hauen wir mal wieder Kupfer auf den Lachs. Dann machen wir mal eben schnell die Pumpen. So, haben wir das. Dann brauche ich für 8 Stück brauche ich mal 4 sind. Rechne heute, ne? 32. So. Das heißt, ich brauche auch 32 Holz. So. Haben wir mal das so. Mal hier ringsherum und mittendrin die komischen Generatoren. Geht doch. Geht doch. So, wie schnell bekommt das Ding denn jetzt eigentlich Strom? Das habe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich beachtet. Nur darauf geachtet, dass es überhaupt Strom kriegt. Ach, das geht aber. Das geht. Also da habe ich Schlimmeres befürchtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Wesentlich Schlimmeres. Da sieht man mal, wie viel Strom das Ding hier frisst. Es hat auch schon wieder nicht genug Strom. Weil der Strom halt auch gleich weitergeleitet wird, ne? Irgendwas ist ja immer. Na ja, gut, aber irgendwann ist halt auch die Batterie voll. Erstmal. Da. Jetzt habe ich meine Kekse dafür ausgetauscht, das geht ja gar nicht. Muss ich gleich wieder zurücktauschen. So, aber erstmal ein paar Pumpen hier verlegen. Für mehr Strom. Ein bisschen Strom muss sein. Achso, da oben fehlt ja noch einer. Also man legt hier so ein Zinnkabel hin. Das würde gehen. Kriegt er Schaden? Nö. Wahrscheinlich, weil es kein Endgerät hat, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. So, jedenfalls haben wir halt nochmal ein paar Pumpen angeschlossen. Weil wegen ist so. Okay. Also es geht wirklich voran. Und wenn jetzt hier die Batterie dann voll ist irgendwann, dann sieht es da auch nochmal ein Stückchen besser aus. Das hier muss mal weg. Nicht unbedingt mit der Schere, das wäre gut. Ja, doch, das Ding ist bald voll. Noch 10.000 EU. Geht. Ja, und dann mal gucken, wie das dann von hier aus dann weitergehen wird. Ich habe keine Ahnung. Also ja, doch schon. Aber so insgesamt gesehen, weißt du? Man muss ja auch mal das große Ganze betrachten. So hin und wieder. Alle Jubeljahre. Hier die Kekse. Kekse. Warum sag ich denn Kekse? Das sind Ofenkartoffeln. Das ist ein Unterschied. Ein leckerer Unterschied. So.
Einmal hier nochmal ein bisschen Beton verlegen. Und dann müssen wir halt mal bei Zeiten gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen Kies herholen, dass wir dann zu Beton verarbeiten, damit wir hier das auch weiterhin hier alles verwursteln. So, dann mache ich mir da halt weiter Gedanken darüber, wie wir das dann hier handhaben werden, dadurch, dass halt hier ja quasi überall halt der Eingang ist, außer halt an der einen Seite. Und wie ich dann halt intelligenterweise dann die Kabel so verlegen werde. Ich kann dich einfach so abbauen, ne? Nein. Weil dann machen wir das nämlich anders, dann ja, dann machen wir das anders. Dann werden wir die Kabel anders verlegen. Wir werden nämlich machen, dass halt zum Beispiel hier in die Richtung halt ein Ausgang liegt. Hier dann die nächste Batterie auch mit Richtung Ausgang hier hin. Haben wir hier dann ein Ausgangskabel, das halt nach oben geführt wird. Und hier auf der Seite haben wir dann halt Eingangskabel, das halt einmal hier eine Batterie halt in den Eingang führt und hier eine Batterie mit Eingang führt. Verstehst? Nein? Ist gut. Ist mir jetzt auch egal, ich muss eine neue Batterie bauen. Aber ganz ehrlich, die Batterie, die hole ich mir, die mache ich mal offscreen. Ja, ohne ein großes Bravourium und hasse nicht gesehen. Zumal ich mir halt dann jetzt Gedanken dazu machen werde, was es denn am sinnvollsten ist, was ich dann für einen nächsten Schritt im Industriegebiet machen werde. Ein Schritt, der am meisten Sinn machen wird. Was halt so funktionell halt sinnig ist und so. Na, aber das und vieles mehr gucken wir uns an in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denn.